Jo, hey Leute, hier ist wieder Just Eddie am Start und zwar heute mit dem ersten Teil von unserem Podcast, Freunde. Und es wird ein sehr guter Podcast werden. Ich bin selbst noch ein bisschen so am Herausfinden, wie das jetzt laufen soll. Ich habe mir sogar ganz brav Notizen gemacht, richtig crazy. Und ich habe das schon mal angeteasert so ein bisschen, dass dann ab und zu mal Leute dabei sein werden. Ich werde vielleicht auch mal einfach ganz alleine hier sitzen und einfach was quatschen. Ich habe immer ein bisschen was zu trinken, auch was zum Snacken da und so. Und vielleicht sitzt auch mal jemand hier direkt neben mir. Und da habe ich auf jeden Fall auch Bock, dass ich so einfach hier so ganz gemütlich chillen kann und dann sitzt hier jemand und dann kann man da richtig gemütlich einfach ein bisschen quatschen. Aber das ist natürlich nicht immer der Fall. Ich sehe auch gerade zum Beispiel meine Kamera, die fokussiert noch nicht so ganz. Aber wir schieben das einfach mal darauf, dass es das erste Video ist. Und dann kann man das alles so ein bisschen verfeinern. Deswegen gerne in die Kommentare reinschreiben, Leute, was euch hier vielleicht gefallen hat, was ihr vielleicht verbessern wollen würdet. Aber es wird thematisch immer um Silhouette gehen. Und da wird wirklich, ich schwöre es euch, Freunde, von A bis Z alles Mögliche dabei sein und vielleicht auch ein bisschen Palaver hier und da. Ich habe noch keine ganz genaue Vorstellung, wie lange so ein Teil geht. Aber wir werden auf jeden Fall das Ganze einfach mal wachsen lassen. Ich bin hier heute nicht ganz alleine, sondern ich habe hier jemanden am Start, der so ein bisschen mit mir erstmal so generell allgemein über Silhouette reden möchte. Und dann werden wir aber so ein bisschen auch thematisch uns ein bisschen in eine Richtung bewegen. Aber das erfahrt ihr alles gleich. An der Stelle mal Hallöchen an dich. Ja, hallo, lieber Eddie. Ja, schön, dass du da bist. Ich hoffe, man hört ihn auch gut, aber ich habe gerade mal abgecheckt, müsste eigentlich ganz gut sein. Ja, mein Freund, stell dich mal vor, wer bist du? Ja, wer bin ich? Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin ein leidenschaftlicher Silkwood-Spieler, würde ich erstmal so in den Raum werfen. Ich stream ein bisschen. Manche kennen mich unter dem Namen APAs. Das ist eigentlich so, dass das in den letzten Servern immer mein gängiger Name war. Boah, ich schwör's dir, ich wusste nie. Schon ewig. Ey, Digga, ich wusste auch nie, wie man deinen Namen ausspricht. Das sind voll gut APAs. Ich habe immer gedacht, Apache? Ja, das denken tatsächlich viele. Der Apache-Witz. Ja. Apache bleibt gleich. Aber nee, ist tatsächlich APAs. Nice, ich werde auf jeden Fall so deinen Link auch mal in die Infobeschreibung reinpacken. Ja. Ja, und danke dir. Ja, genau, du streamst, ne? Yes. Und, da haben wir uns ja auch, glaube ich, kennengelernt, mehr oder weniger. Genau, für mich, nur dass du das so weißt, ist es teilweise super schwer für mich, wer mich woher wie kennt und wie die Kontakte entstanden sind. Ich bin nämlich selber super viele mal am Gucken, wer streamt, wer macht Videos zu Silk Road, gerade in der deutschen Community. Will ich am liebsten immer alle so auffangen und immer so gucken, wer ist da unterwegs oder Leute schreiben mich an und wollen dann Teil von der Community sein oder wie auch immer. Und deswegen manchmal weiß ich gar nicht, bin ich auf jemanden zugegangen, ist jemand auf mich zugegangen, haben wir mal zusammen nur gezockt und irgendwie, keine Ahnung, haben wir mal zusammen gezockt? Nee, leider nicht. Ich habe dein Video über Legacy gesehen. Ja. Auf YouTube. Und das war auch wieder, ja, so der Teil, wo ich nach einer kleinen Pause wieder angefangen habe. War auch mein erster Nonbot-Server. Ach. Und da bin ich da in Discord gejoint. Und irgendwann warst du mal in meinem Stream drin. Mhm. Ja. Das ist mir halt immer sehr wichtig. Ich gucke immer wirklich, wer streamt und so, weil ich mir das so geil vorstelle. Es ist ja mittlerweile zum Teil jetzt gerade relativ ruhig, was Silhouette betrifft, gerade so in meiner Community. Da habe ich das Gefühl, viele zocken gerade nicht. Aber das ist so ein Ding, das werde ich mal in einem anderen Podcast bequatschen. Da geht es mehr darum, wie wird Silhouette heutzutage überhaupt noch gelebt? Ich habe so das Gefühl, dass kann man einfach gar nicht mehr so vergleichen und manchmal darf man die Erwartungen, zumindest geht es mir so, gar nicht mehr so hochschrauben, dass man sagt so, boah, damals man hat eine Gilde und jetzt ist man 24/7 am Zocken und das muss so jahrelang bleiben, dass das hast du einfach nicht mehr. Das ist so ein Saisonspiel, du hast Phasen, wo du mal Bock hast, dann zockst du richtig rein und dann auf einmal doch mal wieder ein paar Monate nicht. Also mir geht's so. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Ja. Ist bei mir sehr ähnlich, gerade wenn der Server neu ist oder so. Ja, dann ist man da drin. Gas geben. Ja. Und dann kommt irgendwann so eine Flaute. Da hat man dann erstmal gar keinen Bock mehr. Ja. Deswegen, da ist mir auch schon mal ganz wichtig, da habe ich direkt eine Frage an dich. Das ist eines der wichtigsten Fragen im ganzen Podcast. kannst du mir die Frage beantworten? Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, Tiger Girl, Izzy oder Ivy, mit wem würdest du eine Beziehung eingehen?
Mit Tiger Girl. Mit Tiger Girl, warum? Mit Tiger Girl. Ja, dann hätte ich halt noch ein Reittier, das wäre schon ziemlich cool, mit so einem Tiger rumzuspringen, das stelle ich mir schon cool vor. Das ist der Turn, das ist krass. Ich habe nämlich so für mich schon vorab gedacht, boah, was könnte man darauf antworten, so, ne? Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, okay, Tiger Girl, so, ich hab alles nur sexuell gedacht, komplett, und du bist den Step weiter schon und denkst schon, dann hast du einen Mount. Richtig gut. Stimmt. Ich voll geil, so ein Tiger. Voll geil. Das ist echt voll gut. Musst du nur gucken, wenn man sich trennt, bleibt ihr wahrscheinlich die Hälfte. Also von daher. Wenn wir uns trennen, frisst der Tiger mich wahrscheinlich. Ich schwör's, du bist weg. Aber gut, das würde bei Izzy und Ivy auch passieren. Aber Tiger Girl ist schon eine geile. Ich weiß noch damals, jetzt mal tatsächlich ohne Flachs, so, als ich, also, ne, du bist ja auch einer, der Sigurd wahrscheinlich schon seit 100 Jahren spielt, oder? Oder wie lange spielst du jetzt Sigurd? Lass mal überlegen. Wie alt warst du? Ich müsste 10 gewesen sein. Oder 9? Crazy. Das war auf jeden Fall in der Grundschule, irgendwie. Dritte Klasse. Und dann bist du bestimmt ein bisschen jünger als ich. Dann bist du wahrscheinlich gerade Ende 20, kommt das hin? Ja, ich bin 27. War ich krass, ja. Ja. Also da war das für mich so, tatsächlich. Ich wollte Tiger Girl immer handeln, das war damals ja voll die Competition, mal einen Unique überhaupt zu sehen und so, weil ich einfach fand, dass die mega cool aussieht. Ja. Tatsächlich, ich fand es einfach mega geil. Also, Izzy ist auch cool und so, aber ich fand Tiger Girl irgendwie so vom Design her, dass das so eine, ich weiß nicht, kennst du Prinzessin Mononoke? Ja. Ich bin so ein bisschen Anime-mäßig, habe ich voll Bock und so. Und Tiger Girl, da war ich, ja, du auch, krass. Ja, und da war für mich so, ich war in dem Alter, wo ich Prinzessin Mononoke geguckt habe und das so gefeiert habe. Und dann Tiger Girl, irgendwie hatte ich voll die Prinzessin Mononoke-Vibes davon und dachte mir so, geil, ey. Ja, und ich hab die nie gesehen. Und dann irgendwann mal hatte ich die Chance, die zu sehen. Zwar noch, da hatte ich noch lange keine Chance, die zu töten, aber das waren auch damals andere Zeiten. Da war das so, jetzt ist das so, ich starte auf den Server und denke mir die ersten 2 Stunden, ich habe keine Chance, die zu töten. Und nach 2,5 Stunden weißt du, ja, wenn dir die Gelegenheit sich bietet, hast du schon genug Skill, du kannst sie killen. So damals, ey, ich hab mal eine LAN gemacht, da habe ich einen ganzen Tag gezockt. Einen ganzen Tag, aber da war ich ja noch jung, da war ich auch noch gut dabei. Ich schwör's dir, ich habe den ganzen Tag gezockt und war am Ende Level 20 gerade gekommen. Und ja, jetzt habe ich. Digga, ich habe jetzt meinen 10-Stunden-Stream gemacht. Da bin ich von Level 1 bis über 40 gekommen. Das ist eine andere Welt. Also, heutzutage geht das ganz anders. Da früher, ich weiß noch, die White Tiger Quest, die konnte man 3-mal machen. Erst 100, dann nochmal 100 und dann 200 killen. Ey, ich weiß, ein Kumpel, der kam zu mir, der hat gefragt, ist in dem Spiel alles nur mit weißen Tigern? Und ich so, nee, wieso? Ja, weil du schon seit Wochen diese Quest machst. Ich so, ja, Digga, ist halt schwer. Ja, ich glaube, habe ich damals die Quest gemacht? Ich glaube nicht. Nicht? Ich war immer schon. Ich glaube, ich bin ohne Quests einfach hoch. Krass, ich war immer schon der übelste Quest-Suchti und so. Aber genau, da komme ich tatsächlich direkt zu einer meiner nächsten Fragen. Und zwar, wie hast du Sigurd immer gezockt? Also, warst du so Team Botter, Non-Botter, aber warst du auch Team voll reincashen? Und wie hast du immer Sigurd so gezockt? Also, ich habe mir am Anfang einen Account gemacht und habe einfach erstmal gegrindet. Hab den natürlich komplett verkackt. Man hat alles geskillt. Genau, ich hatte so ein bisschen von allem geskillt, ich hatte gar keinen Plan. Bin dann auf Level 32 gekommen. Ja. Und, hab dann gemerkt, okay, ich habe eigentlich alles verkackt, was ich verkacken kann. Ja, so ging's mir auch, ja. Auch so in dem Levelbereich sogar. Genau, und dann, also alles auch per Hand, ne? Und dann hat mein, also der Sohn meiner, der Freundin von meinem Vater damals, hat mich halt dem Spiel vorgestellt, sag ich jetzt mal. Ja. Also ich kam bei dem ran, das war das erste Mal, als ich den gesehen habe, und hat er dieses Game gezockt. Damals schon mit dem AG-Board hat er das gemacht. Und da fängt der Hass bei mir gerade an. Ja, der hat sich auch nur über diesen Bot aufgeregt. Habe ich gar nicht verstanden, warum der den überhaupt benutzt. Ich habe das nie gemacht, aber gut, er hat es halt gemacht. Ja. Und er hat halt einen Blader damals. Ist auch eine Competition, ist auch eine Herausforderung, ja. Ja, das war auf jeden Fall ein cooler Char und der war, ich weiß es noch ganz genau, der war Level 57. Ja. Und deswegen habe ich dann auch einen Blader erstmal gemacht. Und als ich dann gemerkt habe, ja, der ist ein bisschen kacke, hat er aber aufgehört zu spielen. Da war er gerade Level 60, also er hatte keine Lust mehr gehabt.
Ja, okay. Und dann hat er mir den Account angeboten für 20 Euro. Ah, das ich hab Gute. Ich habe damals schon ein bisschen Taschengeld bekommen. Ja, ja. Hab den natürlich dann für 20 Euro, dachte ich mir, okay, cool, kaufe ich, nehme ich. Hatte sogar noch 14 Tage Premium, also war super geiler Deal eigentlich. Mhm. Und ja, da kommen wir auch direkt zum ersten Knackpunkt in der ganzen Silk Road Story. Sagen wir jetzt mal, ich habe mich eingeloggt, ich hatte einen Tag wirklich Spaß, ich habe mich gefreut, wie sonst, weil du kriegst ja die ganzen geilen Kombos und... Ja, ja. Aber es war so ein schönes Degree einfach, 7 Degree. Ich fand das, also es sah einfach schön aus vom Design her. Ja, stimmt. Und am nächsten Tag logge ich mich ein und check mir direkt, scheiße, Account ist nackt. Scheiße, gehackt. Ich hatte sogar SOS-Schild und SOS-Blade damals. Ja, das ist ja auch krass, ja, ja. Und ja, der war nackt. Und ich dachte, kacke, okay, ich habe das Passwort nicht geändert, aber ich habe niemals daran gedacht, weil das ja, für mich war der schon so Teil der Familie quasi als kleines Kind, ne? Ja, der ja. Jetzt Zusicht. Okay, ich logge mich ein, der war auch noch Mörder-Level 15. Fuck. Also richtig einfach auf Hass. Wurde dieser Charakter genau, da wollte ich nicht jemanden nur zerstören, da hatte ich jemanden richtig gehasst. Hab ich richtig gehasst und irgendjemand, den ich nicht kenne. Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich dann, habe ich natürlich gefragt, was das halt soll. Dann hat er gesagt so, ja, ich habe halt das Passwort nicht geändert und alle seine Freunde haben halt das Passwort. Oh. Haben das alle von dem gezockt und irgendeiner, ja. Also muss man auch sagen, ist jetzt nicht die hellste Kerze, ne? Nee. Man hätte dir ja sagen können, ist ja okay, dass er das so gemacht hat, aber... Ja, ja, ich war auch der Meinung, das hätte er mir sagen können, weil ich dachte eigentlich, das ist sein Account und keiner hat sein Passwort. Und für mich war das halt, wie gesagt, eigentlich schon so eine Person, wo ich sage, okay, der gehört ja zur Familie. Ja, ja. Ja, das hat mich... Danach war der Familie ausgeschlossen. Boah, ja, ist er noch Teil von deiner, eurer Familie, wenn ich mal so fragen darf? Nee. Geil, ey. Geil, er hat er verdient, ey. Ich verdiene, war ich ein Arschloch. Aber ja, das war meine erste Circle Experience. Das war alles so in einem Monat, ne? Ja, ich hab mich halt gesuchtet, verkackt und dann mir einen Char gekauft, verkackt. Und wann? und hast du dann auch irgendwann gebottet, oder? Das war der erste Zeitpunkt, wo ich mir überlegt habe, zu botten, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt knapp 1-2 Monate extrem viel Zeit investiert, müsste so 1-2 Monate gewesen sein. Ja. Und ich hatte ja nichts mehr. Okay. Und ich hatte nicht mal mehr Gold, um mir Waffen zu kaufen. Okay. Alles war komplett nackt. Da hatte ich mir gedacht, okay, soll ich jetzt botten oder nicht? Hab's aber, im Endeffekt hab ich's dann nicht gemacht. Ich habe einfach einen neuen Char gemacht, einen Nuker, und habe gesagt, ich fange einfach komplett neu. Ich mache einfach ein Bild, den ich so noch nie hatte. Mhm. Und hab da einen Nuker gemacht und meine Idee war, den Nuker auf 42 zu machen und dann bei Orms mit dem halt zu farmen. Ja. Nur weil das Levelunterschied war jetzt ja gut, dann waren die halt blau, dann haben die gute Drops gemacht und dann wollte ich halt einfach farmen. Und meine Idee war, so viel Gold zu farmen. Dass du dich wieder farmst. Ja, das ist unmöglich. Dass ich mir halt entweder einen Char kaufe oder, ja. Also ich hab von Anfang an habe ich gesagt, ich level nicht von Level 1 bis Endlevel per Hand. Ja. Weil ich wusste, dass das halt irre ist. Ja, ja. Hab also versucht, einen Weg zu finden, wie ich halt farmen kann. Ich habe nämlich dann Taxis irgendwann gemacht und so. Der war dann Level 60. Hast du dann doch Bock, den hochzuleveln, weil es dann coolere Nukes und so gibt. Ja, ja, ja. Aber ja, war schön, ey. Mit 9 Skill unlocked. Und hab dann Taxis gemacht und dann habe ich mir ein Geld zusammen gefarmt, um mir den ersten Char zu kaufen. Hat auch lange gedauert. Der war Level 98, boah. Ja, okay. Das war geil. Weil der hatte genau diesen Skill, der war auch full farmed. Ja. Aber krass, guck mal, das zum Beispiel, das könnte ich nie. Ich habe nämlich ab und zu schon so Chars dann von anderen bekommen, die ich mal, wo ich entweder ein Video zu machen sollte oder wo, ich sollte denen helfen, weil die nicht mit der Skillung klarkamen und so, weil die den Char irgendwie gekauft haben oder so. Und dann, immer wenn ich mich eingeloggt habe mit einem fremden Char oder einem Char, der einfach ein hohes Level hat, ging nicht. Selbst mein eigener Char, wenn ich den lange nicht gezockt habe, war das super schwer für mich dann wieder zu zocken, weil, das hört sich jetzt total cringe an, ja, aber immer wenn ich meinen Char gezockt habe, habe ich so richtig so eine Bindung aufgebaut. Das höre ich, ich weiß, das höre ich total seltsam an, aber
ich habe gefühlt, dass das mein Char ist und meine Skillung war genauso, wie ich es wollte. Ich habe irgendwie gefühlt, ich habe jede Quest gemacht, irgendwie, es war mein Char. Und dann war das so, wenn ich dann lange nicht mehr gezockt habe, dann hatte ich so dieses Gefühl nicht mehr. Ich habe nicht mehr dieses, ich hatte nicht mehr die Erinnerung, es war nicht mehr so wichtig für mich, dann mit dem zu zocken und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und weil ich halt nie gebottet habe, war es dann für mich natürlich jedes Mal anstrengend, also in Anführungsstrichen anstrengend, dann zu zocken, weil ich ja natürlich dann auch Zeit und Mühe rein investiert habe und dann für so einen Char, für den ich das gar nicht so gefühlt habe, konnte ich nicht. Deswegen habe ich auch echt Schwierigkeiten damit, ein Char lange durchzuzocken, wenn ich nicht reinsuchte. Also wenn ich halt Pausen dazwischen habe, was heutzutage halt bei mir viel schneller passiert. Früher war das nicht so. Da habe ich, ja, habe ich wirklich anderthalb Jahre lang. Also das wäre für die heutigen Verhältnisse, was die Leute sich wünschen. Die wünschen sich immer, dass ich durchzocke und so. Kann ich nicht mehr, aber der Eddie von damals, boah, Digga, ich schwör's dir, der hätte abgeliefert. Ja. Ja, heutzutage geht das aber auch nicht mehr. Nee. Also ich kann das auch nicht die ganze Zeit durchzocken. Nee. Ist halt, ist für mich halt auch schwierig. Ich kann halt mal zocken, aber dann gibt es so Phasen, dann kommen so viele Dinge, schon alleine das Arbeiten, schon alleine am Arbeitstag, wenn dann der Arbeitstag vorbei ist und ich komme nach Hause und ich denke mir, jetzt zocken, und bei mir ist Zocken immer mit Stream verbunden oder zu 99% mit Stream verbunden, ist dann immer, du weißt es selbst, Stream ist, also denke ich mal, also Stream ist eigentlich eine geile Sache, man hat immer Leute, mit denen man reden kann und so, aber ist es halt immer eine Art Arbeit. Also man muss immer sein Programm anschmeißen, seine Hardware, alles, also so Mikro und sowas, alles bereit machen. Meistens ist es ja schon, aber trotzdem. Und irgendwas funktioniert. Und dann, ja, man muss immer noch mal was hier einstellen und so. Und das ist halt das Krasseste für mich, ich labere halt die ganze Zeit. Ich labere die ganze Zeit und für mich ist das dann irgendwann echt anstrengend, wenn ich, oder vorher schon, wenn ich weiß, so, ich kann jetzt nur mal zocken. Aber rede jetzt die ganze Zeit an, das will ich nicht, weil ich den ganzen Tag schon gelabert habe. Ja. Ja, verstehe ich. Verstehe ich vollkommen. Deswegen habe ich diese Regel nicht. Der Marco hat ja auch die Regel. Wenn er zockt, dann streamt er. Ja. Habe ich nicht die Regel. Hat mir immer dann den Bock, also den Spaß und den Bock halt ein bisschen genommen, ne? Ja, ich. Stream, wenn ich Bock habe. Ja, das auch, ist ja auch die richtige Herangehensweise. Nur dafür zocke ich halt zu wenig, dass ich sagen kann, ich zocke jetzt mal, ohne zu streamen. Weil dann, ich streame so selten teilweise. Wenn ich dann sogar zocke, ohne dann zu streamen, dann passiert gar nichts mehr auf meinem Kanal. Okay, verstehe. Ja, aber ich möchte da gerne hinkommen so ein bisschen. Beziehungsweise gerade hier so ein Format wie jetzt hier das, ist halt für mich die geilste Möglichkeit, weil ich laber schon gerne, ne? Ich bin voll die Quatschtante. Aber das Zocken ist dann jedes Mal für mich, oh, ich könnte jetzt labern, aber zocken brauche ich gerade nicht. Und das kann ich jetzt so. Und wenn das gut ankommt, ist das halt so meine Lösung. Ja, das hört sich auf jeden Fall solide an für dein Problemchen. Ja. Auf welchem Server hast du denn eigentlich damals gezockt? Auf ISRO-Zeiten? Ja, genau. Erstmal. Auf Olympus gezockt. Olympus. Olympus. Vor allem, es gab ja um die 30 Server oder so, meine ich. Mhm. Und ich habe damals auf Zeus gezockt. Also meine Hauptzeit war damals auf Zeus. Ich glaube, auf Zeus hatte ich auch einen Char. Ja? Was? Kennst du eigentlich, frag jetzt einfach mal so rein, kennst du Mr. Silgo TV? Nee. Nicht? Okay. Das ist nur so eine Frage gewesen. Okay. Und dann. Den muss man kennen, tatsächlich, ja. Aber ist egal. Das kommt vielleicht mal in einem anderen Podcast. Da kann man ganz viel zu erzählen über diesen Mr. Sego TV. Da gab es Geschichten über Geschichten. Eine Legende. Okay. Ja, es ist krass. Hier aber P-Server, ne? Also, weil ich teaser das jetzt schon mal ganz kurz an für die Leute, die vielleicht auch das Video sich anhören. Oder gerade auch für dich, weil das Video soll ja auch einen Zweck erfüllen. Du möchtest deinen eigenen P-Server machen. Und wir wollen gleich auch darüber ein bisschen reden und für jeden, der Interesse an sowas hat, dann deswegen dranbleiben hier. Aber erstmal wollte ich dich fragen, auf welchen P-Server oder wie bist du mit P-Server überhaupt in Berührung gekommen oder was ging da ab bei dir? Bin ich mit P-Server in Berührung gekommen? Das ist eine gute Frage. Also, ja, bei mir war ja die Problematik, ich habe Silk Road wie so ein Business damals gespielt oder gehandhabt.
Ich habe halt wirklich immer gefarmt und. Hast auch viel reingesteckt? Angekauft, verkauft? Nee, ich habe eigentlich gar nichts reingesteckt. Ich habe mir einmal Premium geholt und dachte mir so, Alter, das ist ja viel zu teuer. Naja. Das habe ich nicht gemacht tatsächlich. Also einmal habe ich es gemacht, so als Start in die Sommerferien tatsächlich mit einem Kumpel auf einem neuen Server. Das muss man, das ist auch mal geil, sowas. Mhm. Europeans by the Wizard, das war cool. Das ist mal geil, ja, das stimmt. Und da war mein Nachbar gegenüber. Da haben wir dann mit dem Laptop immer nebeneinander gehockt und die ganzen Sommerferien durchgesuchtet. Das ist nice. Bis die Eltern uns wirklich rausgeprügelt haben. Jetzt mal raus. Sommer, guckt euch das Wetter an. Ja. Und dann sagst du, ja, guck mal, Ingame, das ist noch geiler. Ja, das Premium läuft, ich kann nicht. Und das Wetter Ingame ist auch gut, also mach mal chill. Ja. Ja, das war geil. Ja, so, und dadurch, dass ich dann immer Chars gekauft habe, ich habe auch teilweise Chars gekauft und verkauft mit Profit. Ja. Ja, hat sich da irgendwann so ein, ich sag mal, Problem gezeigt, und zwar, dass du ja dein Char immer wieder zurückbekommen konntest, wenn du einmal quasi diese originale E-Mail oder so hattest. Ja, ja. Also es gab da auf jeden Fall einen Weg, wie man den zurückbekommen hat. Und dann habe ich quasi so immer mich hochgearbeitet bis zum Maximum, damit ging ich schon Level 110. Und dann hat halt irgendwann jemand seinen Char halt zurückgeholt und dann hatte ich halt nichts mehr. Ah, scheiße. Ja. Dumm, ne? Aber bist halt jung und denkst halt so, keinen Bock, 12 Monate jeden Tag zu botten, um auf Max-Level zu kommen. Also hatte ich gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich mich auf meinem allerersten Account eingeloggt, weil das war das Einzige, was ich noch hatte. Und der wurde gehackt. No. Der wurde einfach gehackt. Ich weiß bis heute nicht wie. Also irgendwie muss es da bei Joymax irgendwie einen Datenleak gegeben haben oder so, aber der wurde gehackt. Aber kann ich am. Also es gibt da für mich persönlich, muss ich echt sagen, immer zwei Möglichkeiten, die für mich in meinen Augen eigentlich, glaube ich weiß es nicht, ich glaube, die treffen immer ein. Auch wenn man es nicht glauben möchte, auch wenn man es wirklich nicht glauben möchte, aber ich glaube, das sind die einzigen zwei Möglichkeiten. Entweder halt durch irgendwas runtergeladen, so Bot, ne, irgendwie Auto-Login oder Keypresser oder weiß ich nicht, sowas. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere, und die ist viel viel eher noch und viel schlimmer und viel krasser und so. Aber ich glaube, die kommt echt oft vor. Und zwar, so sehr man es nicht glauben möchte, irgendwer aus dem Freundeskreis, der das weiß, hat das gemacht. Also selbst wenn es der beste Kumpel ist oder was auch immer. Ich kenne es, also ich habe es selbst, ich habe es halt selbst erfahren. Und ich habe sogar einen Kumpel, der weiß nicht mal, dass ich weiß, dass, vielleicht guckt er sogar das Video, wenn was, ey Digga, ich bin dir nicht böse. Aber ich weiß von einem Kumpel von mir, dass er mich gehackt hat. Er hat es mir nie verraten. Er hat auch voll Mitgefühl gehabt. Ich glaube, seine Intention dahinter war, ich war ein anderes Level als er und wir haben eigentlich immer viel gezockt zusammen. Und irgendwann hat er nicht mehr so Bock gehabt und ich war noch voll drin. Und ich glaube, er wollte, dass wir zusammen neu anfangen. Und dann hat er mich tatsächlich gehackt. Okay. Ja, also das war ich. Wir waren noch jung und meinte das wahrscheinlich nicht böse. Und ich bin ihn auch nicht böse. Es war halt total behindert, aber ich glaube es tatsächlich und es gehört zu meinen besten Freunden. Also es ist tatsächlich so, ja. Ja, interessante Story. Ich habe ungefähr genau das Gleiche. Also ich habe ja eben erzählt von dem, der halt gegenüber gewohnt hat, mit dem ich dann halt das Premium gekauft und gezockt habe. Wir haben eigentlich alles zusammen gemacht. Und 8 Jahre lang oder so. Und dann ist der halt umgezogen. In eine andere Stadt. Ja. Und an dem Tag, wo der umgezogen ist, hat er alle meine Accounts. Pisser, er ist das. Er ist das. Wir verfolgen den, wo wohnt er. hat er alle Accounts auch gehackt. Ja, krass. Das kann sein. Weil manchmal man muss das gar nicht, manchmal kann man es gar nicht verstehen, aber wenn man jetzt nur versucht, wenn es so sein sollte, er hat sich vielleicht, wenn wir einfach nur mal versuchen, wir sind jetzt gerade so, so Mindfreak-mäßig, wir sind jetzt richtig krass. wenn man jetzt sagt, er hat so nicht mehr gezockt, weil er ist jetzt umgezogen oder er also so einen Cut und so quasi, er war traurig oder weiß nicht was, vielleicht wollte er das nicht, ich weiß es nicht. Und dann hat er sich gedacht so, ja gut, keine Ahnung, irgendwie, das war immer unser Ding und dann, ich weiß, dass er weiter zockt und das will ich nicht, irgendwie, keine Ahnung. Und hat sich einfach nur gedacht, irgendwie abschließend mache ich nochmal irgendwie so einen Scheiß. Hat irgendwie sowas, keine Ahnung, so als Abschluss quasi von dem ganzen gemeinsamen, wir zocken uns hoch. Und jetzt zieht er um. Weiß nicht. Ja, kann sein, aber ich glaube mittlerweile, es war einfach nur
Profit Gear, ne? Hat den Account halt genommen und hat den direkt verkauft. Das ist heftig, das ist heftig. Ja. Aber kann sein, also würdest du schon sagen, dass du dir das vorstellen könntest, dass der das war? Ja, ich weiß, dass der das war. Ach, du weißt es sogar. Ja, guck mal. Er hat es nachher zugegeben. Da, ja, guck mal, das ist so krass, ne? Das ist so heftig. Dass man. Ja. Es ist tatsächlich, denke ich, wirklich meistens so, es sind die Leute aus dem Freundeskreis, weil irgendwie doch eine Eifersucht, eine Gier, ein dummer Gedanke, irgendwas war dahinter. Das hatte ich, was mich nicht selbst betroffen hat, wobei ich damit ein bisschen involviert war, weil ich fast auch mit dazu beigetragen hätte. Ne, ich habe sogar dazu beigetragen. Und zwar hat der Cousin von einem Kumpel von mir sich eingeloggt und sich als der Kumpel von mir ausgegeben. Und hat dann gesagt, ja, hier, ich habe einen neuen Char gemacht, kannst du mir die Sachen von meinem anderen Char geben? Ne, der Cousin hatte natürlich die Daten von seinem Cousin halt, sondern hat sich also mit dem einen Char eingeloggt, ich habe die Sachen genommen und seinem angeblichen neuen Char gegeben. Das heißt, ich war voll der Bastard. Ich habe mich gehasst. Ich habe kurz gedacht, so, ich hasse mich, ich muss mich jetzt selbst hacken. Ne, aber richtig, richtig behindert. Und das Krasse war, der war so ein Mindfreak, dass er dann sogar noch gesagt, also dann eine Global geschrieben hat und sogar da noch gesagt hat, ich habe jetzt Char so und so gehackt. Danke an, hat meinen Namen genannt für die Unterstützung und hat gesagt, und ich werde noch weitere hacken. Also das war so ein Typ auf dem Server, wo wir das Gefühl hatten, boah, das ist so ein Hacker, der hackt alle so. Bis ich dann gecheckt habe, dass das der Cousin war, weil wir dann im Nachhinein, der war dann ein bisschen komisch drauf und so, und dann hat er das selbst irgendwann auch gebeichtet und so, und der war aber auch voll, das war nicht so, ja, ich beichte das und sorry, sondern er hat es gebeichtet und war noch richtig scheiße und so. Ja. Ja. Ja, das ist total interessant. Also Silk Road war ja für mich so das erste Game, wo ich wirklich in Berührung kam mit Geld. Ja. Vorher habe ich halt einfach, also mit Geld selber verdienen oder eine Möglichkeit zu haben, Geld zu verdienen. Weil vorher habe ich das ja immer nur, klar, hilfst mal deinen Eltern oder so und dann stecken die dir einen Zehner zu und hast du dich gefreut oder so. Oder nimmst du Pfandflaschen weg und handelst dann aus, dass du 50% behandelst. Ja, genau. Solche Geschichten habe ich halt gemacht. Ja, hatten wir auch. Aber es war halt wirklich das erste Mal, dass man Geld verdienen konnte mit Drops. Und das war ja eigentlich üblich, dass du dir dann verkauft hast für echtes Geld. Und da hat man schon früh gesehen, die Menschen, die lassen sich von der Gier ein bisschen steuern, leider. Ja. Also habe ich früh auch gemerkt, Leuten, wenn es um Geld geht, traue ich den Leuten halt erstmal nicht so. Ja, blind, ist schwierig, ja. Also hat mir viele Learnings gegeben, ja. Also für mich gerade, was das Virtuelle betrifft, so. Gerade da ist es schwierig. Persönlich habe ich viele gute Erfahrungen gemacht, weil viele jetzt zum Beispiel, seitdem ich jetzt meine Community aufgebaut habe und so, quasi dann durch mich, die haben mich gefragt, ob ich den zum Beispiel für das russische Silk Road, wo ich ja auch gezockt habe oder zocke, den Silk auflade. Digga, die haben mir Geld überwiesen, dass ich den Silk auflade. Und die kennen mich nicht. Also man kennt mich halt durch meine Videos. Manche haben vielleicht das Gefühl, weil die so viel von mir gesehen haben, dass die mich wirklich auch richtig kennen. Und da an der Stelle, ich liebe euch, Freunde. Aber ist verrückt. Und ich habe natürlich, war immer korrekt, habe nie was gemacht. Und dann gab es so, manche Leute haben dann nochmal einen Fünfer draufgelegt, den ich dann so für mich behalten konnte. Und auch, da muss ich wirklich einem von meiner Community da an der Stelle meinen herzlichsten Dank aussprechen. Er weiß, dass ich ihn meine, wenn ich das jetzt sage. Der hat mir insgesamt 2 oder 3 Pakete zugeschickt an meine Adresse. Weil das ist das, was ich meine, was ich jetzt sage. Auf der einen Seite, man muss vorsichtig sein. Auf der anderen Seite habe ich jemandem meine private Adresse gegeben. Und der hat mir 2 oder 3 Pakete zugeschickt mit Klamotten für meine Tochter. Weil der hat selbst auch ein Kind. Und das ist so im Gespräch gekommen und sowas alles. Und dann hat er mir Klamotten geschenkt. Mit also richtig gute Markenklamotten. Das ist für mich als alleinerziehender Papa natürlich dann voll geil gewesen. Und das war halt so im Gespräch einfach, er ist auch alleinerziehender Vater oder beziehungsweise lebt getrennt, sagen wir es mal so. Und sein Kind brauchte das nicht mehr, weil sein Kind jetzt schon ein halbes Jahr älter ist als meine Tochter. Und er schickte mir die Sachen so zu. Und dann noch so mit einer Karte, danke für deine Videos und sowas alles. Oder Digga, ich. Geil. Da ich wirklich gedacht habe, so, einerseits, man muss echt aufpassen, wenn es um Geld geht und so. Gerade virtuell, man weiß nie. Aber wenn man. Ich habe das Gefühl, man darf nicht so die Hoffnung aufgeben, dass da draußen echt ein paar korrekte Leute draußen sind. So. Nee, auf jeden Fall. Safe. Ja, also ich habe wirklich was.
was ich für Nachrichten teilweise bekommen habe, da auch eine ganz heftige Geschichte für mich, alles mit Silver zu tun. Und zwar, ich habe meine Videos gemacht, sogar auch schon meine Streams, das war schon der Zeit, wo ich jetzt gestreamt habe immer. Und dann hat mich einer angeschrieben, witzigerweise, der ist Kevin. ja, auf jeden Fall schreibt mich der Kevin an und sagt mir, dass er gerade durch eine sehr schwierige Phase in seinem Leben durchgeht und dass so mein dummes Gelaber am Abend, den geholfen hat, halt nicht so selber einfach zu schlimme Gedanken zu kriegen, weil immer so diese Stille ihm nicht gut tat. Und da haben meine Videos den geholfen und ich habe mir gedacht so, wie krass, ich mache dumme Videos zu Silk Road und das hilft was. Deswegen, ich glaube, dieses ganze Online-Internet-Streaming-Kram und so, das oder so diese Community aufbauen und so, das hat so viel Mehrwert. Also ich finde das so wichtig eigentlich. Ich finde das so geil, was man daraus machen kann. Ja, auf jeden Fall bin ich voll bei dir. Also deswegen macht mir auch Stream mega Spaß, ne? Ja. Ich habe generell sehr geile Freundschaften übers Zocken geschlossen. Also das darf man nicht vergessen. Ja. Neben dem ganzen Kack, der passiert ist. Ja. Aber wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, weil du hast gefragt, wie ich dann zum P-Server komme. Ja, genau. ja, ich hatte ja nichts mehr. Ja. Und dann hatte ich erstmal keinen Bock mehr. Ja. Ja, klar. Dann habe ich irgendwann gehört, dass Silk Road halt P-Server macht. Also ich habe ISO nochmal angeguckt, es war aber so total Katastrophe. Da war dieses Alchemie-Event, wo dann alle mit plus 20 rumgelaufen sind und so. Nein. Was man verpasst hat, ne? Falls du dich erinnerst. Das war irgendwie, ich glaube, war es 12 Degree? Ja. Ich glaube, es war 12 Degree. Auf jeden Fall hast du keine Chance mehr und es war ja absolut pay to win, da hatte ich auch keine Lust mehr drauf. Und da habe ich mir P-Server angeguckt, ja. Und der erste P-Server, auf dem ich gezockt habe, hieß Evil Road. Ja, kenne ich sogar vom Namen her, ja. Mega lustige Story, der GM hieß ja GM Astinox, falls okay. du den noch kennst. Sag mir jetzt gerade nichts. Das war der GM von dem Server und mit dem hatte ich nachher zufälligerweise über Counter-Strike und Esports Kontakt. Okay. Und er hat sich dann irgendwann rausgestellt, mir kam der Name schon immer ein bisschen bekannt vor, dass er Evil Road damals hatte. Ja, das krass. Das sein Server war. Das hat sich mir noch so 5 Jahre, nachdem wir halt eine super coole Freundschaft aufgebaut haben, hat sich das dann rausgestellt, weil er meinte, was machst du? Ich so, ja, Silkwood-Zeug. Das, oh ja, ich hatte auch mal einen Silkwood-P-Server. Ja, witzig. Ja, krass. Da schließt sich wieder der Kreis. Das ist so krass. Schon lustig, ja. Ja, ist krass. Ja. Also, manchmal wundert mich auch so ein bisschen, welche Leute eigentlich tatsächlich Silkwood kennen. Und damit was mal zu tun viele, haben. Ja. Total, manchmal total krass. Auch wenn manche nur sagen, ja, ich hab's mal gezockt, aber war kacke oder so, aber egal, so viele Leute hatten Berührung mit Sigurd, so richtig krass. Ja, das ist auch so ein bisschen, ja, nicht mein Traum, würde ich sagen, aber es ist schon so ein bisschen Passion, dass ich mir denke, boah, eigentlich so viele Leute haben Sigurd gespielt, wenn man die mal wieder dazu bekommt, sich einen P-Server zu holen. Definitiv. Da kriegst du so 2000 Leute auf einen Server drauf. Ja. Fast alle deutsch und was dann abgehen würde, ne? Ja. So ein Nonbot-Server. Ja. Das wäre so irre. Und da sind wir direkt auch beim Thema jetzt, würde ich mal sagen. Du willst jetzt deinen eigenen Server aufmachen, beziehungsweise bist jetzt ja kurz davor, ne? Ich probier's, ja. Ja. Also, was heißt kurz davor? Ich denke, es wird noch 6 Wochen dauern, aber. Ja, okay. Also du hast Bock bekommen, einen eigenen P-Server aufzumachen. Wieso, wie, wann kam der Gedanke? Der Gedanke kam eigentlich schon relativ früh, als ich den ersten Legacy-Server gezockt habe. Ja. Habe ich mir schon gedacht, so, okay, die haben einen richtig geilen Server gemacht. Aber es gibt so ein paar Dinge, die würde ich anders machen. Ja, ja. Da habe ich mich schon gefragt, wie würde das ankommen. Hab natürlich dann auch viel mit Leuten geredet und so, hab halt gemerkt, so, okay, die finden die Idee eigentlich cool. Mhm. Also jetzt so im Discord, so mit den Leuten, oder wie? Ja, einfach mit den Leuten, mit denen ich gezockt habe, genau. Ja. Und hab dann auch irgendwann die Ideen halt den GMs vorgeschlagen und ein paar wurden auch umgesetzt, aber wie es oft so ist, ist ja logisch, weil jeder hat seine Eigenvorstellung vom P-Server, viele halt eben auch nicht. Mhm. Und da dachte ich mir schon so, eigentlich hätte ich mal Bock, das irgendwie selber auszuprobieren. Ja. Einfach, ich weiß nicht, es war einfach Lust. Ja, okay. Und ich hatte aber gar keinen Plan, weil ich kann nicht programmieren. Das ist das, ne, das eine. Dafür fehlt mir auch so ein bisschen die Muße, sag ich jetzt mal, fürs Programmieren. Ja.
Und von daher konnte ich da sowieso nichts alleine machen. Und ja, da habe ich einfach erstmal ein bisschen gespielt und habe halt so meine Ideen einfach gesammelt in einem Textdokument. Ja. Ja, was ich so anderen Servern cool fand, was ich nicht so cool fand, habe ich einfach gesammelt. Ja, und dann hat sich das einfach zufälligerweise ergeben, weil ich jemanden kennengelernt habe, der halt ziemlich gut Server programmieren kann. Also der ist ziemlich talentiert. Der spricht halt genau die Sprachen, die du halt brauchst, wie dieses C-Sharp und C++. Okay, und den hast du durchs Game kennengelernt, oder wie? Genau, durchs Game kennengelernt. Okay. Ja. Ja, und dann meinte ich halt zu dem so, ey, hast du Bock auf einen P-Server? Und dann hat er mir gesagt, ja, er macht gerade einen. Er ist aber nicht so zufrieden mit dem Team. Und weil die haben halt ein mega großes Team. Und das ist auch ein Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist so ein richtig dicker Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ja. Die meisten Server failen, weil sie ein großes Team haben und jeder hat eine andere Vorstellung von dem Server. Das ist auf jeden Fall eine Sache, ja. Also, ja, das ist definitiv eine Sache. Und da meinte ich halt zu ihm so, ja, also ich habe halt eine Idee oder ich sag mal eine Vision und Ideen habe ich sowieso immer viele. Wenn du halt sagst, okay, du vertraust mir und du konzentrierst dich nur aufs Programmieren und ich konzentriere mich halt auf Gameplay schaffen, Ideen schaffen, Events machen und so weiter, also ne, das ist eine ganze Server-Idee an sich, dann können wir das gerne durchziehen, wenn du Bock hast. Ja, und dann hat er gesagt, ja Mann, erzähl mir mal so grob, was du für Ideen hast und let's go. Und jetzt seid ihr zu zweit und baut euch das auf. Genau. Okay. Wir sind zu zweit. Ich habe auch, das kann ich so offen eigentlich auch sagen, ich habe ihm auch 50% halt Profit angeboten. Ja. Dass wir das wirklich so 50-50 machen. Wobei ich meinen Teil sowieso alles reinvestieren werde, weil ich mache das nicht wegen dem Geld. Aber für ihn, weil das ist mir ganz wichtig, dass ich halt einen Programmierer habe, der sich nur darauf konzentrieren kann. Ja, ja. Ja, und er muss ja auch motiviert bleiben, ne? Weil deine Motivation ist vielleicht eine andere als seine und wenn bei ihm nichts rausspringt, dann hat er irgendwann keinen Bock und dann sitzt du da. Ja, weil ich habe gemerkt, die meisten kaufen sich halt so die Dungeons oder die Sachen zusammen. Ja. Die meisten haben gar nicht so Plan vom Programmieren. Von dem Game an sich. Klar, die Basics und so weiter. Aber die kaufen sich die meisten Sachen. Ja. Und deine Aufgabe ist quasi so ein bisschen jetzt, du, also natürlich bei der Ideenfindung, ne, wie das Server aussehen soll, aber halt dann auch ein bisschen so das Community-Ding und so, oder wie? Ja, Community eher weniger. Ja. Ich werde tatsächlich komplett das Marketing halt machen. Ja, und wie, also Marketing im Sinne von Werbung und sowas alles? Genau, Werbung. Dann natürlich die ganzen Videos, die gemacht werden müssen. Ja. Events und so weiter, alles. Also auch in-game. Weil ich denke halt, das beste Marketing ist halt einfach, wenn die Leute im Server halt sagen, ey, das macht Bock, das ist geil, und ihren Freunden schreiben, komm ran, hier geht's ab. Ja. Und bist du dann so, dass du auch, ich kenne mich da bei dir jetzt nicht so aus, machst du auch Videos, also machst du auch Silver-Videos und, oder wie? Also es gibt ja Leute, die machen richtige Trailer, richtig krasse Trailer. Oder das jetzt nicht, sondern mehr so das, wie ich es mal beim, ich hatte mal einen P-Server, auch einfach durch meine Streams quasi Werbung gemacht. Und so willst du das, oder wie willst du das machen? Ich werde es auf allen Ebenen probieren. Okay. Also ich habe auch Spaß da dann Videos zu bearbeiten, habe aber jetzt noch nie irgendwie einen krassen Trailer oder so gemacht. Mhm. Ich hab hier so hier und da ein paar Frag-Movies von Counter-Strike zum Beispiel mal gemacht. Ja. Das hat mir schon Spaß gemacht. Das werde ich alles ausprobieren. Ja. Von A bis Z und einfach gucken, was macht mir am meisten Spaß, was funktioniert. Ja. Und was funktioniert eher weniger. Wobei ich schon gemerkt habe, dass halt beim Private-Server musst du halt sehr stark über einfach Facebook-Ads gehen. Und halt in die Gruppen rein. Ja, und wie soll denn so grob der Server sein, wenn man das jetzt in Stichpunkten sagen kann, weil das wird auch in die Infobeschreibung kommen, damit man da mal kurz zusammengefasst hat, so, wenn man sich für deinen Server interessiert, so was hat der für so, zumindest was jetzt schon mal feststeht? Also die Rates, zumindest die XP-Rates, die werden halt ISO-Rates sein. Ja. Gerade im unteren Cap. Die Quest-Rates sind mal 1,5. Ja. Und die Drop-Rates sind halt etwas höher. Ich möchte, also mal 2,5.
Okay. Ich möchte halt einen Server machen, wo für jeden etwas dabei ist, wo das Leveln halt Spaß macht. Ja. Wo sich das Questen gut anfühlt. Wo sich aber auch der PvP-Content gut anfühlt, dass du auch nur mit PvP weiterkommst. Ja. Und Cap hab ich jetzt nicht. Cap erstmal 50. 50 und. Wir fangen erstmal mit 50 an, weil das hat, also das ist ein bisschen persönliche Touch auch. Ich habe ja auch mit Cap 50 angefangen. Ach so. Ja. Ja. Und ich wollte halt wieder so diese goldene Zeit von Silkwood erwecken, weißt du? Ja, ja. Da habe ich halt Bock drauf. Und natürlich dann auch erstmal only Chinese. Also Europeans werden erst später kommen. Okay. Und bis was für ein Level soll es irgendwann gehen? Bis 110. Bis 110, okay. Genau, also es wird progressive. Und dann auch mit Europa irgendwann, oder? Ja, also Stand jetzt auf jeden Fall mit Europa. Das Ding ist, jetzt habe ich hier eine Flasche umgehauen. Ich muss halt ein bisschen gucken, weil es wird ja ein Non-Bot-Server. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Ich habe keinen Bock auf Botter. Ja, Non-Bot ist schon mal auch sehr wichtige Info. Und die Community ist relativ klein. Das heißt, wenn ich jetzt sage, nur Chinese, ja, ja. Da habe ich schon mal nur die Hälfte der Community. Die definitiv. Definitiv. Ne? Also deswegen, die Europeans kommen ab dem 9. Degree. Und bis dahin wird das only Chinese. Okay. Ich muss so kurz auch das Licht mal am Start machen. Ja, auf jeden Fall krass, finde ich gut, dass, also ich persönlich für mich, ich finde Nonbot immer nice. Die Community ist tatsächlich ziemlich gering, also da kann man quasi immer sagen, so, wenn es krass läuft, dann sind es so circa 500 Leute. Ja, wenn es schlecht läuft, also schlecht in Anführungsstrichen, das kommt immer darauf an, was man möchte, sind es so 30 Leute, sag ich mal. Ja. Aber wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht, was ist, wenn wir nur 30 Leute auf dem Server haben. Und ich kann auf jeden Fall so viel sagen, die Map bietet sehr viele Möglichkeiten. Man kann die Map ja auch deutlich kleiner machen, sodass sich die 30 Leute trotzdem mehr oder weniger nicht aus dem Weg gehen können. Das wäre zum Beispiel also kein Kriterium für dich, also du bist auch froh über 30 Leute. Ich bin auch froh über 30, wenn 30 Leute Spaß haben. Ich sehe das dann als Challenge, wie schaffe ich das Game halt so hinzukriegen, dass auch 30 Leute Spaß haben zusammen. Ja, ja, das ist an sich ja eine coole Einstellung, definitiv. Schwierig ist da halt nur, viele Sachen fallen weg natürlich, ne? Also was bei Silkwood ja super wichtig ist, so dieses Competition-Ding und so, klar, man kann Gilden, Anzahl runter reduzieren und so, aber das Ding ist, die Leute, egal was du machst, egal was, du kannst nichts dagegen tun, dass die dich dann einfach alle kennen. Und das ist natürlich dann immer schwierig, also einfach dadurch, dass sie sich kennen, ist es nicht so. Dieses, du kannst Gilden zwar runterschrauben auf 2 Member oder so, macht aber keinen Unterschied, wenn die Leute sich eh alle kennen und irgendwie alle mögen vielleicht im besten Fall, aber dann ist es so, es kommt jemand auf den Server, der wird dann so, ja hier, sollen wir dich hochziehen? Ja, okay, gerne. Und dann wird er hochgezogen. Ist irgendwo cool, aber dadurch fällt einfach ganz viel Inhalt von Silkwood weg. Dieses, was auch dazu gehört, dieses im Low-Level-Bereich zusammen hochleveln und dann gegenseitig sich Unix wegnehmen und dir sowas halt, ne? Ja, das ist ja auch das, was am meisten Spaß macht. Ne? Ja, das ist eigentlich, es ist ein super wichtiger Faktor. Deswegen sage ich es gerade so. Ich hatte selbst damals diesen P-Server, der hat sehr wenig Leute gehabt. Ich habe den sehr gemocht. Ich mochte den P-Server wirklich. Geht sehr stark in die ähnliche Richtung tatsächlich, wie du den dir aufbauen möchtest. Und wir hatten auch in unserer Peak-Zeit hatten wir 50 Leute, glaube ich, auf dem Server. Und das war voll geil. Es war wirklich, wir hatten das Gefühl, 50 Leute und so. Das war nämlich auch nicht so wie jetzt zum Beispiel so Legacy oder so, die auf Anhieb direkt so 150, 200, 300 Leute haben. Sondern das ist auch so ein bisschen gewesen, man ist gewachsen. Gemeinsam mit der Community ist der Server gewachsen und die Möglichkeiten und so weiter. Es war irgendwo schön, aber man merkt, da entwickelt sich ganz schnell so eine Art, wie soll man das nennen? Mafia nenne ich es mal. du hast ganz schnell so den einen, der sich da was aufgebaut hat und die alle dürfen dann dazukommen und kommt jemand Neues dahin, dann sagt erstmal der Papa sagt erstmal, ob das klar geht oder nicht. Und wenn wenn da jemand reinkommt, der den nicht gefällt, der hat verkackt. Ja.
weil du hast keine Chance auf einem Server, wenn da 30 Leute sind und diese 30 Leute haben ein Problem mit dir, weil man kennt dich. Zum Beispiel, es gibt P-Server, ich nenne jetzt tatsächlich mal ein paar Namen, es gibt P-Server, da gibt es dann so ein Maxi oder ein Infi oder wer auch immer, die ich zum Teil wirklich super korrekt finde. Ich habe mit ein paar Leuten, also mit ein paar, die sind schwierig, aber ich habe mit ein paar von diesen schwierigen Leuten trotzdem sehr guten Kontakt. Dennoch muss ich sagen, wenn die zum Beispiel so ihre Kommune aufgebaut haben und so, und dann kommt da jemand rein, den die nicht mögen, der hat verloren. Der kann den Server wechseln. Aber da verliert ja am Ende verliert ja der Server leider dadurch. Das muss man bedenken, weil am Ende du kriegst oder ihr kriegt dann nicht den Spieler und gleichzeitig der Server wird nicht mehr interessant. Ja, das ist schade, diese Kurzsichtigkeit von manchen Leuten. Es ist mir auch aufgefallen. Ja. Kannst du nichts gegen machen, ne? Ja. Also ich persönlich würde mir für dich wünschen, dass ihr es wirklich schafft, so eine 100-Mann-starke Community aufzubauen, weil das bietet einfach viel Flexibilität in beide Richtungen. Ihr könnt gut abgehen in eine große Community, ihr könnt aber auch dieses Feeling von wir sind noch klein haben. Also 100 ist immer noch klein. Also 100 ist eine coole Zahl eigentlich. Das war damals immer mein Ziel. Das kann ich dir mal finanziell so aus dem Nähkästchen plaudern, aber wahrscheinlich hast du selbst mal ein bisschen gerechnet und so. Du machst genug Geld mit 30 Leuten tatsächlich. Du machst genug Geld mit 30 Leuten und kannst dir deinen Server finanzieren. Ist tatsächlich so. Ja. Du kannst die Serverkosten decken und es sammelt sich ein bisschen was, dass man mal da irgendwas so noch Cooles neu einfügen kann oder so, nochmal bei der DDoS Protection so ein Kram ein bisschen aufstocken kann und so. Da reichen 30 tatsächlich. Mit 100, das ist, also ich finde es unfassbar, so Server mit 500, 600 Leuten, die müssen Cash ohne Ende machen. Und weil, wie du zu Beginn... 3.000, 4.000. Das ist komplett krank. Das ist irre. Also, weil du machst, rein theoretisch gesehen, um die 1.000 Euro machst du so ungefähr mit einer Anzahl von unter 100 Spielern machst du safe so deine 1.000 Euro bis 2.000 Euro monatlich definitiv so. Ja, da kannst du von ausgehen. Ja. Und weil, ne, man, je nach Silkpreis und so, aber sag ich mal, wenn du 50 bis 100 Leute hast, du hast, also 2.000 hast du auf jeden Fall. 2.000 hast du safe. Die Leute geben das gerne. Ist ja noch nicht mal viel, ne, weil wenn man überall, also nicht viel, was die investieren müssen, weil wenn du sagst, du hast 100 Leute und davon geben jetzt, sag ich mal, die Hälfte, sagen wir 50 Leute geben Silk aus und davon kaufen die nur für 10 Euro, hast du schon 500 Euro, einfach nur auf einmal so. Und die Leute, die kaufen nicht für 10 Euro, sondern die kaufen ja mehrmals im Monat. Ja, ist ganz schnell und gefühlt jeder, der auf den P-Server kommt, also jeder, der auf den P-Server kommt, der sich für einen P-Server auch entscheidet, also jetzt nicht nur mal kurz draufspringen, sondern wirklich entscheidet. Ist für immer den, ein Fuffi, oder? Da ist immer was drin. Es ist immer ein Fuffi, oder? Quasi ja, eigentlich schon, mindestens am Anfang und dann wird es mal ein bisschen weniger, aber ja, also zum Start ist eigentlich immer drin. Ja. Also bei mir ist es immer so, wenn ich so einen Server als approved abstelle, mir dann immer Profi rein. Ja. Und das ist auch nochmal der Charme, den so ein kleiner Server mit sich bringt. Du baust eine Bindung zu deinen Leuten auf, dass die dir auch gerne mal Geld geben. Also es gab damals tatsächlich Leute, die sagen, ich kaufe mal ein bisschen Zilk, ich brauche es zwar nicht unbedingt, aber gönne ich euch. Ja, bin ich voll bei dir. Also man braucht nicht viel, damit der Server einfach läuft und der soll halt letztendlich einfach nur laufen. Ja. Das ist halt wichtig. Aber da es ja auch der erste Server ist und ich werde Fehler machen, definitiv, finde ich das ganz praktisch, dass ich die Möglichkeit habe, 6-mal das Cap zu erhöhen. Ja. Quasi. Eine wichtige Frage, die ich gerade bekommen habe, weil ich habe da gefragt, was deine Aufgabe ist. Wer wird sich um die Community-Sachen kümmern? Also ich werde es auf jeden Fall am Anfang auch machen. Ich suche aktuell noch wen, aber da Tobi ist mit an Bord. Ah, der hat mich auch angeschrieben. Der hat mich auch angeschrieben wegen Podcast-Kram und so. Der wird auch mal dabei sein, glaube ich. Geil. Ich finde, der Tobi ist einer der hilfreichsten und nettesten Menschen, den ich so in Secret kennengelernt habe. Ich finde den Typen super. Ich finde, das ist genau das Richtige für den. Ja, doch cool.
Also er wird den Discord managen, ne? Ob der jetzt die Community managt, ja, weiß ich noch nicht, aber er wird bestimmt helfen, so wie ich ihn jetzt einschätze. Also meine Aufgabe damals war dieses Community-Ding und Werbung und sowas, also es gehört da alles für mich zusammen. Ja, wir helfen dir auch. Und ich muss sagen, aber es war viel zu viel Arbeit. Also das Community-Ding, und da habe ich halt meine größte Sorge, da muss man halt aufpassen. Ne, das ist eine Sache, die habe ich erst gelernt. Das war auch der Grund, warum ich dann aufgehört habe. Also mein PS-Server läuft sogar noch, aber ich bin halt ausgestiegen direkt zu Beginn, nach ein paar Monaten, nach einem halben Jahr, glaube ich, bin ich ausgestiegen, weil es zu sehr an meine Person ging. Also ich wurde so angegriffen teilweise, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Weil man ich hatte noch nicht den Plan von der Cigarette P-Server Community. Der ist jetzt erst durch meine Streams, also meine Streams habe ich ja, so wie ich sie heute mache, nach meinem P-Server erst gemacht. Ich habe mit meinem P-Server angefangen mit Streams. Dann habe ich, als ich aufgehört habe mit dem P-Server, gar nicht mehr gestreamt und dachte mir so, eigentlich war Stream aber immer cool. Und dann habe ich erst angefangen, hier Cigarette zu streamen und Werbung für Leute zu machen und so. Und tatsächlich ist es so, dass ich dabei viel mitbekommen habe, so viele P-Server kennengelernt habe und die Community kennengelernt habe. Und da ist mir klar geworden, ich hätte immer hundertprozentig jetzt, wenn ich das könnte, irgendwie da so einen Riegel vorgeschoben, weil diese Community, gerade wenn der Server was kleiner ist, also was kleiner, und da rede ich von wirklich, da rede ich von 500 Leuten. Also das, das ist dann da noch klein, wenn es darum geht. Da reichen wirklich 10 Leute aus, von unterschiedlichen Nationalitäten, reichen 10 Leute aus, die machen deinen Server kaputt bei 500 Spielern. Die machen den kaputt, hundertprozentig. Ja, aber also dessen bin ich mir bewusst. Das habe ich auch bei anderen Servern schon gesehen. Ja, das sieht man. Ich werde die einfach radikal bannen, ne? Okay. Sag ich dir so, wie es ist. Ja. Wenn ich da merke, dass jemand wirklich sich verhält wie der letzte Mensch, der wird einfach gebannt, ne? Ja. Also du hast eben ein paar Namen gesagt, die zwei habe ich zum Beispiel auch jetzt schon vom Discord gebannt. Ach, weil ich war ja auf deinem Discord und ich habe mir das angeschaut und so. Tatsächlich kamen dann so ein paar Leute, weswegen ich dann auch gegangen bin, aber nur, weil ich einfach unvoreingenommen sein wollte. Ich denke, du siehst auch, dass ich relativ gechillt bin, so, ne? Aber tatsächlich gibt es nämlich einfach Leute, die machen es einem sehr schwer. Und ich und auch viele andere haben schon die Erfahrung gemacht, und deswegen schon von Grund auf, also ich bin ja jetzt eh keiner, der so richtig aktiv auf einem P-Server zockt. Aber stell dir, also wenn man sich jetzt nur vorstellt, andere haben auch schlechte Erfahrungen gemacht und die sehen diesen da drauf, die gehen gar nicht erst drauf dann. Die sagen dann, da bin ich weg. Wenn die da sind, habe ich keinen Bock. Und wiederum andere, die sie nicht kennen, machen die Erkenntnis auch noch irgendwann. Das heißt, echt bitter. Also das ist krass. Aber, ja, safe. Aber gut, dass du da so klar bist. Ist das für dich auch dann ein Game-Bann, also, oder wie handhabst du Server-Regel und Discord-Regel? Trennst du das? Also, verschwimmt das? Ich trenne das erstmal. Würde ich auch. Niemand wird direkt gebannt oder out of nowhere. Würde ich auch. Natürlich erstmal einen Kick. Ja. Je nachdem, was du halt gemacht hast, in-game oder auf Discord dann, wenn in-game was gemacht hast, kriegst du in-game halt einen Kick, einen Bann oder so für einen Tag zum Beispiel. Ja. Und wenn du halt beim Discord auffällig geworden bist, dann versuchen wir natürlich erstmal das Gespräch zu suchen, eine Ermahnung zu geben. Wenn das dann weitergeht, dann gibt es da halt auch erstmal einen Bann. Ja, Und dann fällt quasi die nächste Stufe ein Permaban vom Discord. Ja, ja. Und wenn es dann in-game halt zu wild wird, muss man halt da auch irgendwann, also ich würde es immer so machen, ich würde erstmal einen Tagesbann machen, wenn ihn ermahnen oder sie, dann zu einem 7-Tage-Bann hinübergehen. Ja. Wenn das dann wieder nicht besser wird, 1-Monat-Bann. Und ansonsten halt ein Perma-Bann. Ja. Und also schon sehr kulant eigentlich. Und aber wie würdest du damit umgehen, wenn jemand, sag ich mal, okay, da, achso, ja, Discord würde der irgendwann einen Permanent-Bann kriegen, theoretisch gesehen. Discord kannst du relativ schnell einen Permanent-Bann kriegen, sagen wir es mal so. Ja, ich würde auch, aber so richtig ist richtig. Also ich würde auch die Discord-Regeln immer ein bisschen verschärfter halten als die Ingame-Regel, weil Ingame
ganz ehrlich, sollen die Leute miteinander schreiben, wie sie wollen. Genau, die sollen sich haten, die sollen sich gegenseitig dann die Trades kaputt machen. Genau, das gehört dazu. Das gehört dazu, alles cool. Ja, ja, aber halt gerade Discord ist halt so eine Anlaufstelle für viele neue Leute und die sollen nicht abgeschreckt werden, nur weil Leute sich gegenseitig haten oder sogar den GM haten und so weiter. Richtig, richtig. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn quasi der Mob im Discord gegen dich hat man schon in der Vergangenheit mitbekommen, da wurden dann die ein oder anderen Allgemein-Chats mussten runtergenommen werden aufgrund weniger Leute. Ja. Was total schade ist, weil das für neue Spieler ja erstmal so einen komischen Beigeschmack hat. Ja, ja, bei Legacy war das tatsächlich so, dass ich da, als die angefangen haben in Legacy, also gerade gegründet haben, da war ich habe ich damals mit den GMs davon gesprochen. Also wir waren relativ gut da im Austausch und so weiter. Und dann war das so, dass ich damals genau das, was ich dir gerade sage, denen auch gesagt habe und dass ich gesagt habe, allgemein Chat, also diesen All-Chat, würde ich hinterfragen, schaut euch das an, wie das sich entwickelt. Und jetzt, das sind jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, wie lange die existieren, sag ich mal ein Jahr ungefähr, ein Jahr später ist jetzt tatsächlich das eingetroffen, wo ich mir denke, was ich damals nur angemerkt habe, ist, macht es nicht zu spät. Guckt wirklich ganz genau, weil man darf da nicht zu lange warten. Es ist so bitter, weil sonst musst du den Chat wegmachen und das ist so schade. Das ist so schade. Ja, das ist so schade. Bin ich voll bei dir. Ja. Bin ich voll bei dir. Deswegen habe ich besagte 2 auch direkt gekickt jetzt. Also, einmal habe ich mir schon gedacht, okay, da habe ich schon ein bisschen was gesagt. Ja. Da muss man gucken, wie die das halt machen, weil mal hab ich einfach gebannt. Manchmal machen die das auch ganz geschickt, indem sie halt niemanden beleidigen, aber sie posten einfach. Aber dann ist es ja okay. Ja? Achso, aber posten dann irgendwelche Memes oder so. Ja, posten viele Memes, die so ein bisschen, sag ich mal, trotzdem jemanden, der neu hinkommt, das Gefühl geben, hier sind nur Kinder unterwegs. Also ich meine das gar nicht, ich meine das gar nicht schlimm, weil ich bin selbst, ich habe übelst oft, ich habe Spaß, ich mag es, Kacke zu labern, da bin ich voll dabei. Aber man muss das so ein bisschen in der Waage halten. Und das ist halt so diese super schmale Grat. Was lässt man zu? Wo lässt man was zu? Bildrechte nehmen. Ja. Ja, schwierig. Einfach Bildrechte nehmen. Ja, gut, ne? Nee, aber ich weiß definitiv, was du meinst. Und diese Problematik, die habe ich auch bei vielen Servern mitbekommen. Das fand ich auch sehr, sehr schade. Es nimmt dann auch so eine blöde Dynamik, wenn ein, zwei Sachen vom Server her halt nicht funktionieren, weil manchmal steckst du halt nicht drin, das Game ist halt verbuggt und es funktioniert nicht alles direkt. So. Ja. Dann wird sich darüber lustig gemacht und das ist so ein kleiner Stein, der ins Rollen kommt. Aber das ist zum Beispiel so ein Ding, dem werde ich mich dann annehmen, weil das möchte ich niemand anderen irgendwie aufzwingen, diese Leute halt dann auch rauszufinden, mit denen mal ins Gespräch zu geben, Verwarnung, und ansonsten werden die halt vom Discord einfach gebannt. Ja, ja, aber es klingt gut. Also, ich finde es super, du hast dir echt Gedanken gemacht. Das ist, glaube ich, dann eine ganz wichtige Sache, dass man sich einfach Gedanken gemacht hat. Und klingt auf jeden Fall nice. Ja, ich habe schon mal eine Community aufgebaut. Okay. Durch Twitch auch. Ich habe Booster Packs aufgemacht zur Corona-Zeit. Da hatte ich auch den Shop gelauncht. So als Marketing quasi, und darüber habe ich mir eine Community aufgebaut. Ja. Deswegen kenne ich das alles schon. Ich hatte da auch hier und da mal welche drin, die dann blöde Kommentare von sich gegeben haben, habe ich das gemerkt. Und deswegen musste ich da mehr oder weniger auch für mich einen Weg finden. Und das war halt der einzige Weg, ne? Die einfach dann kicken. Und das hat wirklich funktioniert. Ja. Ja, man lernt aus den Erfahrungen, ne? Ja, definitiv. Ja. Also aber gut, wir sind erstmal optimistisch, ne? Ja. Wir haben nur geile Leute drauf, die Bock haben und. Ja, also klingt auf jeden Fall, um es so zusammenzufassen, klingt es für mich nach einem Server, einfach der Bock hat, einfach da zu sein, weil Zigot einfach ein geiles Game sein kann und das einfach nochmal rüberbringen, so ein bisschen mit ein bisschen viel Classic, also ein bisschen alles klassisch gehalten, ein bisschen erhöhte Rates, weil die Zeit gezeigt hat, dass es da schwierig ist, gerade mit Non-Bot ist das definitiv ein guter Weg. Wie sind die Quests? Sind das die alten Quests, die neuen Quests? Altes Drop-System, neues Drop-System, Job-System, ein alt-neu? Was hast du da? Also, die Quests sind aktuell erstmal die alten Quests. Es wird sowas wie ein Achievement geben, dass wenn du eine Region komplett abgeschlossen hast,
bekommst du halt Atlantis Coins. Okay. Die du dann nachher gegen Endgame Stuff eintauschen kannst. Der Server heißt Atlantis. Der Server heißt Atlantis Road, genau. Das war schon mal auch eine. Und ich habe wegen dem Namen, da habe ich mir ein bisschen Gedanken zu gemacht tatsächlich. Und zwar ist ja auch Atlantis untergegangen, laut den Mythen. Klingt schon mal gut für dich. Geht unter. Nee, weil die ein bisschen, die sind halt sehr hochnäsig geworden und die haben sich ja dann bekriegt und so weiter. Und ich finde, dass Silk Road untergegangen ist genau deswegen, weil Joymax ist gierig geworden und hat dann sich gegen seine eigene Community gestellt, was dann zum Untergang geführt hat so ein bisschen. Ja. Und ich will halt quasi diese alte goldene Zeit, weil davor gab es ja noch eine blühende Zeit. Es war ja nur dieses kleine Stück am Ende, wo sie gierig wurden. Ich will halt diese blühende Zeit will ich quasi wieder aufleben lassen. Aufblühen lassen ja, und ja. Aufleben lassen. Genau. Ja, Cap 110 muss ich auch sagen, beste Wahl, definitiv. Ja, finde ich auch. Finde ich war das geilste Cap. So. Ja, da ist so vieles dabei. Ja. Das ist ein gutes Cap, wirklich. Ja, finde ich auch. Genau, deswegen halt auch mit dem Low Cap anfangen. Mhm. Und ich bin so ein bisschen Atlantis-Fan, muss ich auch dazu sagen. Ja, ist doch cool. Mythen und so Geschichten. Boah, da bin ich auch voll dabei. Schon allein wegen One Piece bei mir. Ich habe dich. Ja, geil. Komplett auseinandergenommen hat mich das One Piece, was ich mir für. Ich habe mir letztens was über Schmetterlinge durchgelesen, Digga. Kein Joke. Ja, wusstest du, dass Schmetterlinge das Symbol für Wiedergeburt sind? Weil die ja in den Kokon gehen und. Wahrscheinlich so ursprünglich davon, aber tatsächlich symbolisieren sie in der japanischen Mythologie, Folklore, die Wiedergeburt. Und Digga, das wegen One Piece, weil da ein Schmetterling flog. Also wirklich, da war ich dann so, dachte mir so, boah, das hat was zu bedeuten, gegoogelt und keine Ahnung, ja. Geil, immer voll rein ins Rabbit Hole. Ich mach das, wirklich, ich schwör's dir, ich mach das immer. Wenn da irgendwas ist, in irgendwelchen, auch andere Serien, aber halt bei One Piece ganz extrem, ist da irgendwas, was so ein bisschen, wo ich denke, boah, der Name klingt schon irgendwie besonders, den muss ich mal googeln, da muss ich gucken, ob es da irgendwie jemanden gab, der so hieß oder so. Ja, geil. Ja. Herrlich. Deswegen finde ich nice. Also Atlantis Road auf jeden Fall. Cap 50 genau. Wird irgendwann Cap 110 das sein können. Yes. Erstmal Chinese. Das heißt so zum Namen hin. Ja. Erstmal genau Chinese. Warum halt eine erhöhte Drop Rate? Hast du ja auch schon eben gesagt. Es muss sich halt einfach worth it anfühlen. Ja. Und ich habe mir einfach gedacht, ich lasse auch mehr Elixiere droppen. Ja. Also du wirst so merken, ne, jedes Party-Mob hat eine 80%ige Chance, ein Elixier zu droppen. Okay. Dafür ist die Stone-Drop-Rate aber ein bisschen geringer. Ja. Weil ich habe einfach die Rates von Alchemie im höheren Plus deutlich runtergeschraubt. Okay. Das heißt, du verbrauchst auch einfach mehr. Aber es fühlt sich ein bisschen besser an, wenn du halt farmen gehst eine Stunde und dann hast du halt deine 60, 70 Elixiere statt wie auf anderen Zimmer halt 5 oder 6 Elixiere. Ja. Und fällst dann noch auf plus 5. Ja. Finde ich ein bisschen too much bei Non-Bot tatsächlich. Ja, da dachte ich da was Ehrliches zu fragen. Ja. Du musst ehrlich antworten. Wir sind hier gerade in einem Podcast, da muss man ehrlich sein. Ja, ich bin immer ehrlich. Wirst du Pay-to-Win-lastig sein? Nee. Okay. Nein, also Astral kannst du gar nicht kaufen. Ja. Bringt dir auch nichts, weil bis plus 3 ist 100%. Ja. Ja, also damit ist Astral schon mal vom Tisch. Und Immortal Stones kannst du gegen Atlantis Coins tauschen. Okay. Die du bekommst durch Aktivitäten, wie zum Beispiel Traden, Unikill, Capture the Flag, ne, diese ganzen klassischen Battle Arena und sowas. Ja. Also du kannst dir eigentlich alles erspielen. Ja. Und du hast halt immer einen Pay-to-Win-Aspekt drin, sobald Leute Silk gegen Gold tauschen können. Ja. Ne, das hast du halt immer. Aber, ganz wichtiger Punkt, die Coins, die ja quasi die Main-Währung wird, sag ich jetzt mal, okay. Die sind Charakter-bound. Ja, okay. Das heißt, du kannst jetzt nicht reingehen und sagen, du kaufst jetzt 500... Atlantis-Coins oder so. Ja, das wird nicht funktionieren. Du musst schon ein bisschen grinden, ein bisschen spielen. Aber klar, du kannst am Ende natürlich trotzdem das Gear und das Set und so. Ja. Ein bisschen gibt es meistens, aber da muss man auch sagen, gut, damit kommt man aber auch anderen Leuten wieder entgegen. Also gerade Leute, die sich vielleicht kein Geld
also nichts mit Geld kaufen können, sondern also ist so ein Abwägen, von daher, ich finde das schon nice, ich finde das schon gut. Genauso soll so ein System sein. Meistens, wenn es wirklich Play-to-Win sein soll, muss es irgendeine Ingame-Währung geben, die man noch so kriegen kann, die man, also diese Atlantis-Coins halt. Mhm. Silk mit Gold kaufen, Dings, das finde ich auch richtig. Und dann hast du nämlich alle abgedeckt. Dann hast du an sich alle abgedeckt und dann halt natürlich Item Mall darf nicht zu überladen sein. Und dann läuft der Hase. Ja, genau. Also, dahingehend denke ich, dass ein sehr guter Mittelweg gefunden wird, dass man sich das auch erspielen kann. Ja. Da sind wir gerade am Testen, ne? Welche Raids sind halt gut, welche sind halt eher schlecht. Das ist halt super viel Arbeit, ne? Also ich kann sagen, ich zocke jeden Tag 10 Stunden fast. Ja. Einfach um die Raids zu testen. Ich wie geil wird anhört. Level 50. Ich zocke jeden Tag 10 Stunden. Ich kann einfach nicht. Ja, Traumjob, ich kann nicht mehr. Ja. aber irgendwann ist es halt auch, du hast keinen Bock mehr. Ja, ja. Das stimmt. Level 50 hochgeballert. Ja. Mit dreimal unterschiedlichen Raids. Ja, aber es sind so ein paar Sachen, die es so noch nie gab. Okay. Und ich habe keine Ahnung, wie die ankommen werden. Was würdest du sagen, wenn du was teasern darf willst? Was ist das Geilste? Was würdest du sagen, was ist das Geilste, was du ein krasses anbietest? Oh, das Geilste? Geilste ist schwierig, weil das ist noch gar nicht. Ich sag mal so, das Geilste ist halt ein Dungeon. Sogar zwei Dungeons, die ein komplett neues Gameplay haben. Ja. Aber das kann ich will es noch nicht so anteasern, weil ich weiß nicht, ob ich es so umgesetzt bekomme, wie ich es mir wünsche. Ja, und es wäre total schade, wenn ich jetzt okay, das voller das, Euphorie das halt sage. Okay, und dann okay. Das haben jetzt alle gehört. Das haben jetzt alle gehört, aber jetzt erzähl mal, was soll das sein? Das interessiert die Leute draußen, komm schon. Das können wir vielleicht. Wir arbeiten gerade dran, vielleicht in einer Woche oder zwei sieht es anders aus, da können wir einen Podcast darüber quatschen. Ja, an der Stelle, liebe Freunde, schaut auf jeden Fall auch in die Videobeschreibung rein. Ich werde da auch den Discord verlinken, weil für alle, die jetzt denken, boah, klingt eigentlich ganz nice, geht dann auf den Discord, Freunde, dann könnt ihr da schon mal ein bisschen up-to-date sein und ich weiß nicht, ob ihr dann so wahrscheinlich eine Beta-Phase irgendwie einleiten werdet oder so. Ja, auf jeden Fall. Und dann kann man da bestimmt auf jeden Fall was abgreifen und einfach mal dabei sein. Ich finde es immer so, Start von einem Server immer eine ganz geile Sache. Ja, das wird auch mega. Also Start vom Server finde ich immer mega, mega geil. Ja. Aber ich kann dir eine Sache sagen, die andere noch nicht haben. Ob es jetzt die beste ist, sei mal dahingestellt. Da bin ich jetzt gespannt. Aber es wird natürlich kein ADVB geben. Habe ich noch nie verstanden. Ja, okay. Sinn dahinter. Es geht tatsächlich das ist jetzt, stand jetzt noch so, vielleicht machen wir es ein bisschen runter, aber es geht bis plus 15. Okay. Es ist sehr schwierig. Ja, ja, glaube ich. Ne? Du hast ja schon gesagt, dass du generell runtergeschraubt hast. Die Rates sind ab plus 7 sind die sehr gering auf jeden Fall. Also es ist hart. Hast du es mal geschafft? Also hast du mal getestet und dann geschafft auf plus 15? Ich habe es noch nicht getestet tatsächlich. Ich habe mal so bis plus 10, plus 11 gemacht. So quasi unmöglich. Da sitzt jemand zu Hause, heult schon, keine Ahnung, hat schon sein letztes Hemd verkauft, keine Ahnung. Ja, aber pass auf. Und zwar habe ich ab plus 10, kriegst du halt auf deine Waffe einen zusätzlichen Buff. Also es gibt quasi einen zusätzlichen Skilltree, den du dir freischaltest, wenn deine Waffe plus 10 ist. Ah, ja. Also ab plus 10 kriegst du einen zum Beispiel 6 STR und 6 Int-Buff. Ja, verstehe. Ab plus 11 gibt es dann zum Beispiel nochmal 5% Moving Speed und so weiter und so fort. Ne? Crit gibt es dann auch noch zum Beispiel. Ja. Und ab plus 15 gibt es halt ein Lucky Stat drauf. Ah ja. Das soll halt, zum einen ist der Sinn dahinter, dadurch, dass wir eine hohe Droprate an Elixieren haben, dagegen steuern, dass nicht irgendwann der ganze Server von Elixieren geflutet ist, sondern dass die Leute die halt auch verbrennen, weil sie halt Bock haben auf das plus 15 Item wegen dem Luck oder wegen den anderen Stats. Zum anderen fühlt sich nie ein Degree Wasted an, wenn du es versuchst bis plus 15, weil du kannst es ja dann quasi wie so deine Alchemie-Rüstung anziehen auf den späteren Degrees. Ja. Und es gibt halt viele Leute, für die ist halt Alchemie sehr wichtig. Und wir wollen halt versuchen, dass jede Art von Spieler wirklich
Spaß hat und etwas, ein sehr schwieriges Ziel hat. Also PvE, PvP und auch Alchemy, Leute. Ja, ja. Die muss man ja irgendwie alle bedienen. Ja, guck nur, weil ich glaube, so wie ich mitbekommen habe, willst du die Community sehr viel einbeziehen und so, ne? Ja, also es wird halt, also ich werde jede Woche ein Event machen, ja. Bis Wochenende. Und da wird es halt verschiedene Dinge geben, das kann ich zum Beispiel auch schon mal teasern. Eine Sache, wo ich dann auch die Community mit einbeziehe, das habe ich mir überlegt, und zwar gibt es ja diesen Wanted-Buff, ja. Den man beim Job bekommt. Den wird es hier in der Form auch beim Job geben, aber was ich halt machen will ist, für normale Spieler ohne Job, die können halt aus der Stadt rausgehen, können das wie so ein Cape anziehen, sind ja. Dann aber für jeden anderen Spieler angreifbar, wenn die das anziehen, ja. Haben aber dafür eine erhöhte Droprate, kriegen mehr Skill Points und mehr Experience. Okay, und das für so eine Eventzeit oder wie? Genau, das wird jetzt zum Beispiel für eine Woche gemacht. Ja. Und danach möchte ich dann die Leute abstimmen lassen darüber, findet ihr das Feature cool? Wollt ihr das permanent im Spiel haben oder halt nicht? Ja, ja. Quasi ja. Über Events möchte ich neue Sachen antesten, wo ich dann die Community abstimmen lasse, implementieren wir das dauerhaft ins Game oder nicht. Mhm. Ja, das ist doch gut. Das ist auch eine gute Art und Weise, sag ich mal, die mit einzubeziehen, aber vielleicht nicht zu sehr übertreiben und so. Klingt auf jeden Fall gut. Was mir nämlich eingefallen ist gerade, wenn du sagst, mit den Elixieren und so, und dass du willst, dass das ja eine Herausforderung ist, die nicht zu einfach ist und so, wozu halt oft geneigt wird, ist, wenn die das Gefühl haben, die können zu viel mitentscheiden, dass das, was sie nicht schaffen können, nur noch gehatet wird, so nach dem Motto so, ja, wir sagen es doch, dass das Kacke ist, wieso machst du nichts? Weil safe, also es reicht ja schon alleine wirklich tatsächlich, wenn nur eine Woche lang Leute das hart versuchen und noch keiner geschafft hat, dann zweifeln die langsam an, ob es überhaupt möglich ist. Das hatten wir damals mit Seed of Sundrops. Da wurde angezweifelt, ob es... Das ist ja geil. Genau das ist ja das Geile. Die zweifeln dann, funktioniert das oder nicht? Und dann irgendwann random packt die einfach so die Motivation. Ich probiere das jetzt. Ja, das muss man halt hoffen, dass es tatsächlich so bleibt. Dass Leute sich sagen, okay, gut. Ich versuche es, wenn es nicht klappt, ist es halt tatsächlich einfach fucking schwer. Aber dass die Leute nicht anfangen zu sagen so, ja, es ist viel zu schwer, es ist so gut wie unmöglich, das hat noch niemand geschafft, so muss, ist halt, es ist schwierig. Weil ich frage mich, wodurch das kommt, weil mit Seed of Sundrops, das hatten wir damals so, die dachten immer, es gibt keine Seed of Sundrops und das ist ja total kacke, voll die Verarsche, bisher hat noch keiner Seed of Sun gehabt, wo ich mir immer gedacht habe, ja, Leute, wir reden hier von einem Server mit 30, 40 Spielern. Bis da ein Sundrop ist, das könnte theoretisch gesehen Monate dauern. Und deswegen, also ich, wenn man überlegt, wie selten Seal of Sun ist, wie selten das immer war, und bei 30, 40 Leuten Non-Bot-Server, Freunde, was glaubt ihr? Das dauert dann halt Monate. Aber das muss auch rare sein. Ja, aber die hatten das Gefühl, weil die halt Seal of Star und Seal of Moon komplett sich so ausfarmen konnten, hatten sie das Gefühl, ja, aber ich will ja auch eine komplette Seal of Sun Rüstung. Ja. Ja, Digga, aber so ist das Game nicht. Und da ich verstehe noch nicht ganz, wodurch das kommt, weil das ist eigentlich ein Gedanke, der eigentlich, finde ich, ganz klar ist. Aber irgendwie hat man das in den P-Servern. Bei Office-Server hast du das nicht. Also ich habe im Office-Server, habe ich im Laufe meiner gesamten Karriere einmal einen Sundrop selber gehabt. Ich noch nie. Ich hatte einen SOS halt einmal. Ja, glaube, das ist ein bisschen, weil es viele P-Server gibt, die sehr hohe Rates haben. Ja, die sind dann darauf ausgelegt, dass es halt 3 Monate geht oder so. Das ist schon gut. Cachen einmal ab und dann machen sie einen neuen Server, neuen Namen auf. Ja, ja. Und ich glaube, dass sich da halt so ein bisschen die Silkwood P-Server-Bubble hin entwickelt hat. Ja. Du siehst ja auch ständig wieder Leute neue Server aufmachen oder wieder den gleichen Server aufmachen quasi nichts geändert. Nur die warten dann ein Jahr dazwischen, weil die Leute es zwischen den ganzen anderen 30 Servern vergessen haben. Ja. Schade, ne? Aber was du machen kannst. Ist vielleicht tatsächlich, kannst du dir mal im Hinterkopf behalten. Also, du wirst es ja testen, ob es überhaupt möglich ist und so weiter und so fort. Oder zumindest glaube ich mal, dass du da ein bisschen noch die Rates natürlich anpassen wirst und so weiter und so fort. Ja, safe. Wenn du aber weißt, dass es möglich ist, so, und dann sagst du, okay, du machst einfach quasi die Möglichkeit, ne, es geht bis +15 und du sagst einfach, wer innerhalb
des ersten halben Jahres, damit gibst du denen schon so ein Gefühl für Zeit, damit gibst du denen das Gefühl, okay, wir reden hier nicht von Wochen, sondern sagst du, wer das erste in halbem Jahr schafft, auf plus 15 zu machen, der kriegt nochmal einen Bonus, ein Item, so als, so wie da, es gibt auch dieses erste Max-Level-Player oder sowas. Der erste, der plus 15 hat, in einem halben Jahr, dann haben die nicht das Gefühl, okay, das ist etwas, was man schnell schafft, sondern das ist etwas, das dauert länger als das Max-Level zu erreichen. Das ist heftig. Und vielleicht, das ist mega. Ja, vielleicht baust du damit automatisch den Leuten damit dieses Gefühl noch ein, chillt, das ist schwierig, wir haben ein halbes Jahr Zeit. Ja, genau. Und wenn bis dahin noch keiner es hat, kannst du ja immer noch entweder die Zeit verlängern oder dann sagst du, hier Freunde, wisst ihr was, wir haben gemerkt, das war ein bisschen schwer. Zu hart, genau, wir lockern das mal und erhöhen jetzt die Eventzeit dafür nochmal um 3 Monate. Und es ist ein bisschen leichter gemacht. Vielleicht, oder? Ja, mega, mega geiles Feedback. Voll die geile Idee. Werde ich definitiv machen. Ja, das ist doch nice. Auf jeden Fall guter Input. Ja. Ja, nice, ja. Mein Freund. Sehr geil. Ich weiß nicht, hast du... Soll ich noch was zum Jobcave sagen? So ein bisschen zum Endgame? Genau, das können wir jetzt noch final, dass du noch was dazu sagst und dann, hatten wir doch schon einen nicen Podcast. Aber erzähl mal, ja. Dann würde ich nämlich sagen, hat das heute schon ein bisschen über die Stränge geschlagen, was wir eigentlich uns gedacht haben von der Zeit. Ja, yeah, aber ist doch geil, so soll das sein. Genau, geil, ja. So habe ich mir vorgestellt, tatsächlich. Genau so wünsche ich mir das. Safe. Weil Endgame ist, ne, du bist 50, was machst du jetzt? Also du wirst viele Sachen machen können, aber ich will eine Sache ein bisschen erklären. Das ist der Job-Cave, weil ich den als relativ wichtig erachte. Es wird ein DW-Cave sein. Ne, okay. Du gehst rein, links sind Hunter und Traders, rechts sind Thieves. Okay. Und dort sind halt auch entsprechend die NPCs. Als Mobs. Also wenn du jetzt zum Beispiel... Sagen wir mal, du bist Thief und du gehst zu den Hunter und Trader rüber, dann sind da Hunter und Trader NPCs, die du so jetzt von Tradespawns kennst. Ja. Die haben einen Aggro auf dich. Okay. Das heißt, wenn du da reingehst, hast du eh schon ein bisschen Damage, den du kassierst. Ein bisschen viel Damage, sag ich jetzt mal, den du kassierst. Also das ist schon ein bisschen risky. So. Aber auf beiden Seiten, also wir machen nur die erste Ebene und die zweite Ebene nur halb. Wir öffnen das Step by Step. Gibt es ein Unique? Ja. Dieses Unique droppt halt für die andere Seite. Also, du gehst als Thief, hast du dann einen Thief-Boss. Der droppt halt Hunter und Trader Merchant Scrolls. Okay. So Special-Dinger so. So Bodyguards quasi. Ja. Die kann aber dann halt der Hunter und Trader sozusagen nur anziehen. Ja. Ich versuche noch so ein bisschen eine Story dazu zu machen mit einer Quest, wo man es ein bisschen erklärt, wieso das so ist. Ja. Aber es würde jetzt in den Rahmen springen. Die Idee dahinter ist, dass diese Scroll, also dass du halt erstens ins andere Cave reingehst und versuchst deren Unique, also beide kriegen das Unique, versuchst deren Unique zu bekommen als Thief, hast ein bisschen PvP auch, um diese Scroll zu bekommen, und das Unique wird natürlich noch andere Sachen droppen. Aber die Scrolls spawnen für eine Stunde diesen Bodyguard. Und dieser Bodyguard funktioniert dann wie eine Kill-Unterstützung für eine Stunde. Das heißt, wenn du da 10 von diesen Scrolls irgendwann gefarmt hast und du aktivierst die und du gehst dann zurück in deinen Raum, dann töten die eine Stunde lang für dich alle Mobs. Ja, okay, so ein bisschen wie die, kennst du die Mercenaries von früher? Ja, so, genau, so in der Art. Und das ist halt ganz cool, weil das bietet halt den Leuten, die halt Bock haben auf PvE, so eine Art Bot, die du dir aber erst verdienen musst, weißt du? Ja. Und halt auch nur zeitlich begrenzt natürlich. Aber ne? du kriegst die quasi als Thief dann ja für die Hunter und Trader und als Trader und Hunter für die Thieves. Genau. Und die musst du dann an die Leute verkaufen, oder wie? Genau, du kannst die verkaufen an die Leute oder du gehst halt zu den Thieves, sag ich jetzt mal, als Hunter und Trader rüber und versuchst deren Unique zu snipen. Ach so, ja, okay. Das, okay. Damit will ich halt auch erreichen, dass die Leute auch ein Interesse daran haben, rüberzugehen und okay. Das andere Unique anzugreifen, dass da so ein bisschen Action reinkommt. Was natürlich schwieriger ist, weil du bist immer im Nachteil, wenn du rübergehst, weil ja die Mobs auch dich auf dich aggro haben. Ja, klar. Und also da bin ich mal gespannt, wie das halt funktioniert.
Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und ich finde, das ist auch sehr ausbaufähig. Jetzt nicht im Sinne von, dass das jetzt schlecht ist, sondern dass du da noch vieles reinbringen könntest. Genau, genau. Es wird auch Scrolls geben für Pets zum Beispiel, weil ich finde, die Attack-Pets waren immer ein bisschen useless. Ja, ja, das stimmt. Du kannst den Imbus geben, du kannst den Debuffs geben. Habe ich mir immer gedacht. Ich schwör's dir, ich habe immer gedacht, wie geil wäre das, so ein Pet mit einem Imbu einfach. Ja, ja, da hat das Cold Imbu oder stell vor einfach Division. Ja, 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 hammerhart. Ne? Ja. Weil in dem Force Team gibt es ja keine richtigen Debuffs. Attack Rate, Parry Rate, okay, ja, ja. Ein bisschen was, ne? Aber, ja, dahingehend haben dann die Pets quasi die Debuffs. Aber geil. Du musst dich absprechen mit deinem Team, ne? Wer nimmt Weaken, wer nimmt Impotent, wer nimmt Division. Ja, ja, ja. Ein Target drauf, noch mehr Teamplay mit reinbringen. Ja, aber es ist generell ein geiles Feature, finde ich nice. Gerade für die ganzen, ja. Wenn dann irgendwann Europa-Charts kommen, ist das geil, weil die haben keine Imbues und, Ja, genau. Mir finde ich nice. Und dann mit Division und sowas alles für die China-Charts geil, weil die haben Ewigkeiten keine Debuffs. Ja, 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 das, Ja, ist doch nice. Ich habe überlegt, die freizuschalten, aber ich dachte mir so, nee, ich lasse das so wie Isro. Ja. Mehr oder weniger und mach das halt über die Pets und lass das die Leute nochmal zusätzlich erfahren. Ja, ist doch cool. Und, wird es Fellow-Pets geben? Ja. Ah, okay, die gibt's auch noch. Ja, okay, gut, aber dann ist die Entscheidung, oder werden die Fellow-Pets auch diese Imbues haben, oder gilt das nur für die normalen Attack-Pets? Nee, die Fellow-Pets werden auch die, okay. Die werden auch die Imbues haben, aber ich glaube, ich nehme die Möglichkeit raus, darauf zu reiten. Okay. Ja gut, musst du gucken, musst du schauen. Also ja, für mich ist das immer voll geil mit den Fellows, mit dem Reiten, aber letzten Endes ist das so, du musst für dich schauen. Ne? Es ist halt zu OP im Job. Ja, ja. Das ist das Problem. Und wenn man das bisschen decreased, also ein bisschen so quasi auf Level 60er Horse angelehnt mäßig. Ja, dann müsste ich auch den generellen Speed runter machen. Das ist das Problem, weil ich will eigentlich schon, dass die Leute mit 100er Speed rumlaufen. Ja, ja. Weil ich finde, alles drunter ist ein bisschen zu langsam. Aber 100er Speed als generell, oder? Ja, so als Max gibt es dann wahrscheinlich 110 ja, ja. Oder 100, muss man gucken, was du dir dann klassisch über den Item Wall halt holen kannst. Ja. Ansonsten mit dem Grasswalk halt 100. Okay. Ja. Ja. Find ich... Ja, also ich bin auch voll Moving Speed Fan, definitiv. Ja. Das ist so zu langsam. Ja, ja, ist auch so. Ja, ach, du findest da einen guten Weg. Ich bin mir da sicher, dass ihr da eine gute Lösung findet. Ja, ich bin auch eigentlich guter Ding. Ich glaube, das wird echt lustig. Ja. Bin mal gespannt. Ja. Ja, wenn alles klappt, in 6 Wochen zumindest halt die Beta dann launchen. Ja. Wie gesagt, aktuell arbeiten wir jeden Tag. Wir kriegen echt viel hier geschafft. Das ja, nice. Finde ich auf jeden Fall cool. Ich würde auch sagen, wir werden da auf jeden Fall im Kontakt bleiben und dann schauen wir mal, wie es ist, sobald da was angetestet werden kann. Ich werde so diese Podcasts hier nutzen für genau sowas. Und zusätzlich, wenn so wie du zum Beispiel jemand seinen Server vorstellen möchte, kann ich das ja in einem Livestream dann auch einfach mal selber anzocken und dann einfach mal zeigen. So wirklich dann im Game selber. Ja. Ne? Auch cool. Du kannst auch gerne vorher mal auf dem Server kommen, auch im Livestream oder so, dir ein bisschen was angucken. Ja. Das ist mal herzlich eingeladen. Das ist nice. Ja, liebe Freunde, an der Stelle vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und zugehört habt, euch das angeschaut habt, hier diesen ersten Podcast. Für mich ist das selbst auch ganz, ganz fresh und neu. Dir vielen Dank, APAs. Yes. APAs. Danke, gerne, ich danke dir. Ja, sehr, sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Also es war für mich genau so, habe ich es mir echt gewünscht und voll und ganz erfüllt meine Wünsche. Ja. Nice. Ja, war cool, auf jeden Fall. Genau, also wenn ihr Fragen habt, Leute, in der Infobeschreibung steht alles drin. Ansonsten joint meinem Discord, wenn ihr Teil meiner Community sein wollt. Joint seinem Discord, wenn ihr da reinschauen wollt, was beim Server abgeht und so. Und ansonsten, Leute, ballert in die Kommentare, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wie es beim nächsten Mal sein könnte, was vielleicht nicht so gut war. Einfach reinballert, schreibt alles rein und schreibt, wer bis jetzt zugehört hat, Hashtag Tiger Girl ist geil. Tiger Girl ist geil. Ja. Let's go. An der Stelle haut rein, Leute, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.